Eins, zwei, drei. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Herzlich willkommen, Mr. Wright. Was sagen Sie dazu, zu dieser Situation, die hier passiert ist? Ja, guten Abend. Ich bin sehr guter Dinge hier. Der Anwalt meines Vertrauens. Ich liebe Sie, Mr. Wright. Und ein toller Kerl. Ja, aber wirklich herzlich willkommen zur nächsten Episode. Ich weiß jetzt gar nicht, welche das ist. Das ist, glaube ich, Folge 8 oder 7. Oder Folge 9. Oder 19. Mensch, wir haben eine Woche Pause gemacht oder sogar länger. Tja, das haben wir davon, wenn wir unprofessionell wieder in die Sache reinspringen. Aber so machen wir es halt am liebsten. Und Maya sagt, sie waren fantastisch da drin. Wirklich? Ich glaube, ich bin ihr neuester Fan. Oh, ich habe nur meine Arbeit gemacht, wissen Sie? Das perverse Lachen. Aber wiederum, der andere Anwalt war richtig cool, also echt cool. Sie wissen genau, dass ich das Gesicht des anderen Anwalts meine. Der hatte so große Augen und seine Lippen haben so gebebt. Gebeben. Es hat mir Gänsehaut verpasst. Du Hure! Wenn du das sagst. So, was passiert jetzt mit mir? Huren kommen in den Knast, nein. Darf ich nicht nach Hause gehen? Nun. Na, ich denke nicht, noch nicht. Oh. Warum nicht? Aber ich habe eine großartige Spur im heutigen Fall, heutigen Verlauf da, im heutigen Dings. Ein Verlauf-Dings? Was meinen Sie mit Verlauf-Dings? Der Mann, Miss May. Er ist der Schlüssel. Oh, ich weiß nicht, ob ich das wirklich verstehe. Was ist mit Miss May passiert überhaupt? Danach, meine ich. Ich habe gehört, dass sie festgenommen haben. Ich denke, sie haben festgestellt, dass ihre... Ah nee, sie hat gelernt, dass ihr Charme nicht überall funktioniert. Wahrscheinlich ist sie im... Vernehmraum-Center gerade. Ich muss da vielleicht auch später nochmal hin. Ja, du bist auch ein bisschen eingerostet wie ich, ne? Es ist halt nicht so einfach. Ich glaube, ich war nie besser. Egal, wie dem auch sei. Dieser Fall ist noch lange nicht zu Ende. Yes, Sir! Ich muss mehr über diesen Mann herausfinden. Denkst du, er war derjenige, der... Vielleicht. Der Schwester, der... Mach dir keine Sorgen, ich finde ihn morgen. Bis morgen, ich verspreche es. Ich zähle auf Sie! Weißt du, durch das Englische kann ich nicht immer wissen, meint sie du oder sie, wenn sie mit dir spricht? Ich denke mal du. Ah. Andererseits, junges Mädchen, Anwalt vielleicht auch sie, ne? Ja. Der ist auch Anwalt, würde ich sagen. Gibt es in Japanisch die Anreden? Ja, es gibt ungefähr 10 verschiedene Anreden. Weil ja, gut, stimmt ja mit Kun und so, ne? Kun, ja, San, Chan. Im Englischen gibt es sowas halt einfach nicht, weil es einfach Barbaren sind. Hardcore-Barbaren, aber es funktioniert. Fantastisch. Ja. Ich habe eine vollkommene Aufnahme von April Mays Aussage gebeten. Ja, ein Rekordmann. Hast du es genau so danach gefragt, wie du es vorgelesen hast? Bitte geben Sie mir eine vollkommene Aufnahme von April Mays. Zusammenfassung halt, so ein Aussage. Halt. Ich find's einfach so geil. Felix Wright ist auch so ein bisschen betrunken, oder? Immer. Das könnte die Qualen des Höllenfeuers im Gericht nicht überstehen. Sorry. Oh, ich bin so doof, ey. Das finde auch wieder nur ich lustig, aber ich werde es einfach trotzdem sagen.
Ich hätte ja gedacht, dass das in einem Handy präsentiert wird, aber irgendwie habe ich mich da gehört. Du bist ein, du bist so ein 2000er Kid. Aber jetzt, wo ich es habe, bin ich mir nicht so sicher. Das meiste von ihrer Aussage waren Lügen. Es gibt nur einen Teil, der nicht gestrichen wurde. Mail-Testimony oder Aussage wurde zum Gerichtsrekord geaddet. Ich weiß nicht, wie viel mir das überhaupt bringt. Egal. Time to hit the road, Jack. Raus und wir müssen investigieren. Meyer gehört nicht in dieses Feuercenter. Und ich muss sie freisetzen. Was würde... Außerdem muss ich kurz zu meinem Baby. Das kannst du gerne mal machen, während ich hier diskutiere, was eigentlich ein Verhörcenter auf Deutsch heißen würde. Das heißt ja nicht Verhör. Detention heißt mehr sowas wie Festnahmecenter. Was ist der deutsche Begriff dafür? Ich war noch nie im Knast. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ja, meine Street Credibility leidet jetzt vollkommen darunter, dass ich das zugebe. Aber ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Ich gucke auch wahrscheinlich viel zu wenig Krimis. Ich habe noch nie Tatort geschaut. Nicht komplett jedenfalls. Ich musste mal eine Episode schneiden davon, aber das war in meiner Ausbildung. Und ich habe es gehasst. Es war einfach nur schrecklich. Es war mies. Es war genau der Grund, wieso ich deutsches Kino nicht mag. Weil es einfach mies war. Ich meine, ganz am Anfang des Films wurde einfach eine Frau ermordet. Das ist mies. Sowas macht man nicht. Ich meine, wieso guckt man eigentlich Fernsehen? Wir wollen doch alle ein bisschen Spaß haben, ne? Wir wollen von dem harten Tag runterkommen. Wir wollen zu Hause ankommen. Wir wollen unsere Hosen ausziehen und einfach die Glotze anmachen. Und das Erste, was man sieht, ist, eine Frau liegt tot am Boden. Gut, dass du da bist, Dave. Mein Monolog hätte mich noch irgendwo hingeführt, wo ich nicht hin wollte. Ich glaube, drei Klagen werden noch mindestens erhalten, deswegen. Keine Sorge, ich hab nur eine Frau erwähnt, die tot war. Sonst nichts Schlimmes wie normalerweise. Na dann. Tote Frauen sind ja nichts, das sage ich jetzt nicht, sonst werde ich noch verklagen. Ich glaube, es hakelt Klagen einfach. Wow, wir haben die erste Hälfte des zweiten Falls überstanden. Und das sogar mit ganz wenig Lebenspunkten, ne? Speicher. Also perfekte Schlusspunkt jetzt. Super. Dann bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Phoenix rechts. Ach nee, right. Er hat recht. Und herzlich willkommen zur nächsten Episode. Da sind wir wieder. Im letzten Fall haben wir Unglaubliches geleistet. The Hudson River. 2 years ago. Detention Center. Das wird doch einfach nie alt, also für mich. Also es klingt einfach viel zu gut, um damit aufzuhören. Es klingt einfach fantastisch. Und jedes Mal, wenn ich sage, habe ich auch wieder Nostalgie im Ohr. Oh, dieses Intro von Metal Gear Solid 2 ist einfach... Da passiert nicht mal irgendwas. Da läuft ein Mann im Cape im Regen rum. Das ist der beste Regen, der je in einem Videospiel zu sehen war. Vor allem überleg dir mal, 2001 haben die das rausgepfeffert, das Spiel. Und das sah so phänomenal aus. Auf der PS2. Ich weiß nicht, ob danach jemals irgendwann so geile Regeneffekte live... Ich weiß es wirklich nicht. Welches Spiel hatte so geilen Regen, ey? Keines. Wirklich nicht. Also, dass man das auch fühlt, ne? Die haben lang dran gearbeitet, dass man fühlt, dass es regnet. Und es regnet ungefähr so 3 Minuten im ganzen Spiel. Und die haben da Monate dran gearbeitet. Tja. Ja. Nun, hallo! Ich hab nicht erwartet, dass jemand mich besuchen kommt in diesen verdammten Ort hier. Und es ist wirklich sehr bewegend. Nicht! Du stinkender Anwalt! Ich hoffe, du stirbst! Wolltest du mich auslachen? Ja, lachen, um die gefallene Miss May zu sehen? Nein, nicht wirklich. Es gibt etwas, das wollte ich fragen. Leider. Da gibt es nichts, was ich gefragt werden möchte! Haben Sie nicht schon genug gefragt, Sie? Kopf. Kopf. Here we go again. Bitte. Sie machen der. Sie ängstigen den Security-Typen. Der steht schon in der Ecke, guck mal. Also traut sich kein Wort zu sagen. Er hat richtig Angst, ja.
Denk doch einmal an die Kinder. Also, was wollten Sie mich fragen? Ja, zum Anfang, wie zum Geier das bin ich so ist total bekloppt geworden. Achso, das hat er gedacht. Ich dachte, das fragt er sich das tatsächlich. Hat er gedacht, ja, nee. Ah, oh, fragen wir sie mal. Dead man, 2 years ago. Man. About that man, do you know any sailors around here? Sailors? About that day. Das sind so viele Referenzen, die Leute nicht verstehen werden, wenn sie das gucken werden. Bei Metal Gear ist auch schon, ja, ist 18 Jahre alt und scheint nur noch älter. Ja, der Channel ist für alte Leute wie uns, die YouTube nicht benutzen. Leute, die 30 wir sind. Ja YouTube. Aber alte Leute wie wir, die YouTube benutzen, haben schon ihre Kanäle. Das hast du ja auch schon mal so auf den Punkt gebracht. Die haben schon ihre Sachen, die sie abonniert haben. Die gucken nicht nach neuen Sachen, also werden die uns nie finden. Ja, das stimmt. Und wir sind uns vollkommen ja. Klaren darüber. Deswegen wissen wir nicht, was wir tun sollen. Weißt du im Prinzip, für wen wir diese Sendung machen? Wenn wir uns visualisieren müssen, wer uns zuguckt, unsere zukünftigen Iches, also unsere, wir in 10 Jahren. Also ich denke... Du musst dir vorstellen, wie wir in Alter sitzen und das gucken. Ja, aber weißt du, ich denke, wo du das gerade angesprochen hast, wir sollten eigentlich mehr Content für Kinder machen, weil es geht ja um die Zukunft, ne? Vielleicht sollten wir Kinder mit diesem Content ansprechen. Also ich finde Phoenix Rise ist schon was für Kinder. Was? Das ist... Entschuldige, hast du nicht gesehen, wie die Chefin von Phoenix Wright kaltblütig ermordet wurde von dem Denker? Wieder, aber es ist gezeichnet. Ja, Hentai ist auch gezeichnet. Das ist nicht für Kinder. So. About that man, also wegen diesem Mann, der da mit ihnen im Hotelzimmer da übernachtet hat. Können Sie mir etwas über ihn erzählen? Wo ist der? Come on. Ich glaube, er weiß schon, der bekommt die Antwort nicht so. Come on. No way, Jose. Hm. Ach, vielleicht, wenn ich irgendwas etwas hätte, was sie zum Reden bringt. Was könnte das wohl sein? Ein großer Dildo. Pink oder schwarz? Pink, passt wohl perfekt. Ich tippe auf schwarz eigentlich. Oh, sorry. Gehen ist ein Zeichen von Schwäche. Oder von Stärke, weil ihm das egal ist. Nein, das ist Schwäche. Warum haben Sie ein Verhörwanzending in Mias Telefon? Verhörwanzending, ist es dein Ernst? Oh, wenn Sie das so sagen, dann klingt es so kalt. So böse. Jemanden abhören, also die Telefone anderer Leute anzuzapfen, ist eine Straftat, Miss May. Oh, und ich denke, das haben Sie in der Anwaltsschule gelernt. Stimmt das? Nein, das habe ich hier gerade gelesen. Creep! Gelesen? Wer macht das heute noch? Mit dieser Frau kann man unmöglich reden. Wie mit den meisten Frauen eigentlich. Nee, und schon haben wir 50% unserer möglichen Zuschauer vergrault. Dabei hatten wir wahrscheinlich nur weibliche Zuschauer, weil wir so unglaublich charmant sind. Sagen Sie, warum sind Sie so wütend? Ich meine, Sie sehen gar nicht aus wie eine schlechte Person. Das war's, du arschfütternder... Was heißt... Müllsaugender Anwalt. Wieso ist sie so wütend wirklich? Arsch? Popo ist was? Ich kann nicht sagen. Hat sie etwas gegen Anwälte oder nur gegen mich? Das ist geil, wie nur ihr linkes Auge zuckt ab und zu mal. Ja. Oh, anscheinend haben wir ihren. Sie will nicht mit uns reden. Wir müssen ihr irgendwas präsentieren. Wie wäre es, wenn wir sagen, wir sind Anwalt? Vielleicht glaubt sie das gar nicht. Ey, rate mal. Eigentlich hasse ich dich. So, verpiss dich! Weil ich nicht mit dir reden werde. Danke, das habe ich festgestellt schon. Ja, der Denker, sagst du?
Okay, ich glaube, wir haben es verkackt. Ja, aber da passiert nichts. Warte mal, wir müssen ihr doch irgendwas zeigen können, was wir hier... Warte mal, My Testimony. Vielleicht kann sie dazu was sagen. Nein, nee. Ich glaube, sie wird nicht mit uns reden wollen, egal was wir ihr zeigen. Ich zur Sicherheit probiere ich einfach nur das hier noch aus. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon irgendwas falsch gemacht haben. Nee, wir könnten nichts falsch machen. Sie will einfach nicht mit uns reden. Ich glaube, wir verziehen uns einfach. Ja, wohin gehen wir? Ja, können wir jetzt nochmal das Hotel durchsuchen? Richtig. Konnten wir noch nie richtig durchsuchen. Richtig, weil entweder war sie da oder der Boy Boy. Gateway Hotel, Room 303. 2 years ago. 2 years ago. Alter, fick dich, Mann. Ja. Ja, willkommen, Sir. Voll die Performance heute. Also, ich fand's echt toll und sage das Ihnen auch so, wie es ist. Danke. Es tut mir leid, dass ich Sie so quasi auf den Punkt erwischt habe. Nein. Alles gut, Sir. Alles gut. Wie sagt man das mal in Deutsch? On the spot, Mann? On the spot. Ich weiß es nicht. Im Deutschen kann man so viele Worte schlecht übersetzen, aufs Englische und umgekehrt auch. Aber es gibt doch ein, wenn man jemanden so überrascht. Ja, bei frischer Tat ertappt oder so. Ja, aber nee, eher so, egal. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich kann es nicht übersetzen. Dein Eifer heute war, hat dem Gatewaters Rap echt geholfen, muss ich sagen. Hä? Rap? Reptile aus Mortal Kombat. Boy sagt, ja, unsere Reputation, sie wächst genau mit dem Hotel und dem Mord. Und sie wächst an, weil hier ein Mord passiert ist, will er nur das uns damit sagen? Wir können einen Premiumpreis für den Raum verlangen, selbstverständlich. Das wird toll fürs Geschäft sein, Sir. Wow, Miss May ist noch nicht als Mörderin gesprochen worden. Wurde noch nicht als Mörderin belangt. Mann, meine Fresse, keine Ahnung. Charged. Ja, 2 Wochen kein Phoenix Wright mehr gespielt, das kommt davon. Ich auch will berühmt werden und werde es auch. Der Boy, der den Mörder Eiskaffee gebracht hat. Warum habe ich das Gefühl, wir sind beide in einem schlechten Traum gefangen? Nun, Sie sind unser begehrter Gast. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen irgendwas bringen kann. Lass uns ein bisschen reden. So. Talk to me. Talk to me about Miss, wegen Miss May. Oh, Sie, Sir. Ich will hier nicht, ich will, was? Not to boast, but I know the moment. Was will er? Was heißt das? Not to boast. Ich will nicht prahlen, wahrscheinlich. Ich will nicht prahlen, aber der Moment, als ich sie sah, sie hat's getan, habe ich gesagt. Sie hätte es getan. Ich fange an zu glauben, dass der verdächtigste Typ hier dieser Typ ist. Ja, gell, der gibt sich echt komisch. Der hat immer noch sein Service da dabei. Sein blödes Teeservice. Ist das fucking alles zusammengeklebt und das ist die Mordwaffe? Oder das war Gift da drin. Wer hat gesagt, dass der Denker tatsächlich die Mordwaffe war? Der unser Staatsanwalt, ne, der schon sowieso einen ganz anderen Mord-Dings... Nein, aber haben wir nicht ein Autopsie-Ding gehabt? Da stand doch nichts von Gift oder so. Ja, Autopsie-Dings. Wir haben ein zweites Autopsie-Dings bekommen am nächsten Tag. Weil Detective Gumshoe Scheiße gebaut hat. Ja. Das ist alles möglich. Guck mal, auch voll mitten in seiner Krawatte. Guck mal, da ist so ein Punkt. Könnte ein Mikrofon sein oder eine Kamera. So ein Abhördings. Ja. Abhörpunkt. Komischer Typ. The Man with May. Ich wollte Sie etwas fragen über den Mann, der mit Miss May hier war. Ja, er kam mir als ein richtiger Ladykiller vor. Sie werden meinen natürlich auch meinen Ausdruck entschuldigen müssen.
Ich wusste es von dem Moment an, wo ich ihn sah, Sir. Ich und er sind uns sehr ähnlich. Wir haben diesen Geruch von Gefahr. Was machst du da gerade? Nee, sorry. Ich habe gerade mein Headset gerichtet. Ich war gerade so ein bisschen neidisch, weil du so schön tief reden kannst und das richtig geil rüberkommt mit deinem Mikro und bei mir geht das aber gar nicht. Ich komme aber viel zu nah ans Mikro, deswegen klingt das so. Ja, es war eine interessante Übereinstimmung, Mr. Psycho Bell Boy Boy. Wenn Sie ein Foto hätten von diesem Mann, dann würde ich ihn sofort erkennen. Ein Foto, Haben wir leider noch nicht. Können Sie mir etwas über dieses Hotel erzählen? Natürlich! Auf jeden Fall, super Idee, Sir. Also, zurzeit ist dieses Hotel bekannt als das Gatewater Hotel. Ich denke, das ist, wir müssen dem einen Untertitel verpassen. Ein Untertitel? Das Gatewater Hotel Mord, Gebäude. Und was denken Sie? Sie hört sich großartig an. Hey, whatever floats your boat, boy, boy. Toll, der hat uns auch nichts Großartiges gesagt, absolut nichts. Nur, vielleicht können wir ihm was präsentieren auch, aber ich verliere langsam hier die Hoffnung, dass wir irgendwas... Zeig ihm, dass wir Anwalt sind. Guck mal, boy, boy. Es tut mir leid. Alles, worüber ich denken kann, während des Verhörs und war das Hotel. Ich habe nicht wirklich drauf geachtet, was da passiert ist. Du bist echt komisch. Autopsiereport, ja. Aber warte mal, wenn wir zum Beispiel fragen, hier, guck mal, der Wiretap, das muss ihm doch aufgefallen sein, wo er zum ersten Mal gekommen ist. Ja, ich sag doch mal das gleiche, doch wie sie. Also wirklich, die reden kein Wort mit uns. Ich will sicherheitshalber einfach mal so alles durchprobieren. Nicht, dass wir nochmal, der Denker ist meistens eine gute Idee, diesmal aber nicht. Nö, da ist einfach nichts. Und okay, dann müssen wir einfach weiter. Oder, warte mal, examine, mal gucken, ob wir vielleicht das Glas untersuchen können. Ja, was ist denn, getrunken. Dann können wir da jetzt links dann machen wir da schon mal rein, guckt jetzt eigentlich. Da rein? Da war ja dieser Wiretap drin. Ah, das ist immer noch der Schraubendreher in der Schublade. Ah, bitte lassen Sie ihn das, Sir, wo ist? Das ist der, die Schublade des Terrors. Der Versteckplatz des Murder Wiretappers. Ist vielleicht der Typ, Mann? Vielleicht ist der ja da gar nicht Bellboy. Der ist immer in dem Zimmer. Vielleicht ist er nur verkleidet. Eigentlich, wie viele Zimmer hat dieses Gatewater Hotel? Bestimmt 200. Und der ist immer in diesem Zimmer, wenn überhaupt, und da in der Nähe. Der ist einfach verkleidet, Mann. Das ist der. Und guck dir mal diese Haare an. Da die zwei Locken da strahlen echt durch, wie als hätte er sich die Haare gefärbt. Ich glaube, er ist der Mann. Es ist immer der fucking Bellboy. Es wird die bekannteste Attraktion werden. Der Typ, der meint das ernst. Ich glaube es nicht. Der macht keine halben Sachen. Aber der ist eigentlich so, ich weiß nicht, der ist so ziemlich... Oh, guck mal, das, was wir gecheckt haben, ist abgehakt. Das war auf dem DS nicht so, als ich das vor 5 Jahren oder so gespielt habe. Eine Vase, wie ich vermutet. Ich bin nicht gut in Namen von Blumen. Ich glaube, vielleicht Tulpen oder Sonnenblumen kenne ich. Phoenix ist nicht so versiert. Ah, ein Stillleben. Weiß das so noch nicht. Ich habe das jetzt eine stille Szene. Doch, das war schon richtig. Stillleben. So nennt man das. Nein, er sagt ja aber quasi, ein Stillszenenbild. Oder Moment, nee, ist es ein Stillleben? Wie auch immer. Irgendwie sowas hängt da an der Wand. Wahrscheinlich haben die Amis so zwei Worte für Stillleben. So, endlich hier. Ist ja ein nettes Wetter heute hier wieder. Ne? Was für ein fucking Wetter? Ich will die Flasche checken. Ich
kann das Fay und Co. Gebäude of Law Offices von hier aus sehen. Ah, ja, wir wollen ein Teleskop in dieses Fenster installieren, selbstverständlich. Nur $5 und sie werden 3 Minuten der Sicht des Todes sehen können. Du Scheiße. Nur ein Scherz. Also bei dem Blick in seinen Augen würde ich denken, er war mehr als nur ernst bei der Sache gerade da. Also er meint es ernst. Ich muss gerade sagen, ich habe mich selbst überrascht. Das habe ich nicht geplant. Das Lachen? Ja, es kam. Ich war in seiner Persönlichkeit drin. Ich war ein charmanter, hübscher Kerl für einen Moment. Das Lachen vom Boy. Ein einfaches Bett. Es wurde kürzlich gemacht. Nichts, was irgendwie ins Auge fällt. Tja, dann war's das wohl hier. Ich habe nichts mehr gesehen, was wir sehen könnten. Außer das. Ah, eine Flasche mit 2 Gläsern stehen auf dem Tisch. Warum sind die noch nicht weg mittlerweile? Ja, wieso macht er das nicht? Entschuldigen Sie, Sir, bitte. Also, der hat nicht arbeitet, deswegen macht er das nicht. Richtig, bitte. Ich arbeite hier zwar, aber ich arbeite hier nicht. Und fassen Sie das bloß nicht an. Es ist Teil der Dekoration. Ich nenne es der letzte Drink vor dem Mord. Wir werden berühmt sein. Alle werden über uns reden. Ja. Okay. So, ich glaube, wir haben ja nichts mehr verloren. Ich hasse diesen Kerl. Aber vielleicht können wir ihn doch neuen Talk. Nein, es gibt keinen neuen Talk, deswegen verziehen wir uns. Du hast die Wahl, wohin? Was geht denn jetzt noch? Da wieder zurück in das Fail & Co., ne? Ja, wir können mal zum Fail & Co. zurücklaufen. Vielleicht ist da jemand. Ich vermisse Gumshoe, vielleicht ist er hier. Untersucht irgendwas Unnötiges. Gumshoe. Das sieht aus, als würden die Forensiker den Tag frei haben. Und Detektiv Gumshoe ist auch nirgendwo zu sehen. Aber die Polizei hat den Platz hier gehörig umgekrempelt. Sieht eigentlich genauso aus wie davor. Ja, ne? Ich glaube, es gibt keine wichtigen Hinweise mehr. Aber es kann ja auch nicht schaden, mal sich umzugucken, ne? Ja, das ist die deutsche Reinheit hier. Man muss alles sorgfältig machen. Fenster. Ah, der Himmel ist blau und so bin ich auch. Da, das ist das Hotel, genau gegenüber hier. Sehr gut. Das war eine wichtige Information. Ah, Mias liebste Pflanze. Pflanzen-Pop-Pflanze. Ah, ich glaube, ich muss sie jetzt füttern. Füttern. Ein altes Filmplakat, Filmposter. Ich glaube, es war der erste Film, der Mia zum Bein gebracht hat, als ich es gesehen hatte. Das muss wohl Ninja Turtles Teil 2 sein. Ich muss es irgendwann mal sehen. Man könnte nicht mehr, das haben wir schon mal gelesen, es kommt mir bekannt vor, dieser Satz. Ja, selbst wenn nicht, ist es egal. Ah, da fehlt was vielleicht. Das war vielleicht sogar wichtig. Es kann sein, dass deine eine Akte fehlt. Hier ist auch noch was. Hier ist Schreibtisch. Perfekt gesäubert, wie immer. Das Einzige, was fehlt, ist Mia. Tja, das ist wie König der Löwen, ne? Irgendwann muss der neue Anwalt kommen und den Platz des alten Anwalts einnehmen. Es gibt hier nichts mehr. Genau, darum geht es bei König der Löwen. Das ist, ja, so ist es. So, wollen wir noch einen Besuch bei unserem Freund hier, Mr. Grossberg, abstatten? Ja, machen wir noch. Alles klar. Gucken, ob der wieder nervt. September 7, Grossberg Law Offices. Grossberg. Ha, sieht aus, als wäre Grossberg heute nicht da. Schon wieder. Vielleicht geht er mir aus dem Weg. Aus irgendeinem Grund.
War da nicht ein Bild oder irgendwas? Du meinst da, wo dieses große quadratische rechteckige Ja. Ding ist? Ich bin kein Detektiv, aber ich würde sagen, ja. Warte eine Sekunde. War da nicht ein riesiges Bild, was da an der Wand hing? Ja, es war ein Bild von Fischer. Son, boah, ich weiß es nicht mehr. Ja, da Boah, waren wir haben sogar mit dem Typen Sunflowers. darüber geredet. Ich glaube, da waren Sunflowers, aber da war auch ein Typ in Hut oder so. Soll ich kurz eine alte Folge anfangen? Oh, warte mal. Wecker klingelt. Ich soll aufstehen. Ich versuche mal Sunflowers zu nehmen. Ich glaube, das waren Sunflowers. War es nicht irgendwas? Es war kein sehr eingängiges Bild. Gell, wir haben es vergessen. Was war nochmal drauf? Irgend so ein Typ mit Hut und Blumen. Oh, hätten wir das jetzt richtig gesagt? Hätte uns das irgendwie weitergebracht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, hier kannst du nichts falsch machen. Teuer aussehende Mahagoni-Bücherregale, gefüllt mit teuer aussehenden Büchern. Ha, lustig. Das haben Sieht wir schon nicht so mal aus, als wären gelesen. sie je gelesen worden. Ja, Das stimmt. haben Ey, wir das schon. ist ja ironisch, Das Mann. ist sehr ironisch. Viel zu ironisch. Das kann kein Ach, Zufall sein. es ist ja. Also, du hast mitbekommen, ne? Ja, absolut. Ich finde das ja super. Oh, guck mal, da liegt irgendwas Neues. Das ist ein Bild von jemandem. Das sieht wirklich neu da. Was ist das? Alte Fotos? Das sind zwei, die da rumliegen. Irgendwas steht da drauf mit einem Stift geschrieben. DL6 Vorfall Beweisstück A und DL6 Vorfall Beweisstück B. Schauen wir uns die mal an. Leave them both alone! Ah, oh, eine Frau. Bin mir sicher, ich habe diese Person schon mal irgendwo gesehen. Hast du das? Vielleicht borge ich mir das Bild Ja, mal. so machen Anwälte das, die leihen sich diese Bilder aus. Ja, ich glaube, niemand wird dieses kleine Foto vermissen. Natürlich nicht. Das sagen alle. Und das könnte ein wichtiger Hinweis sein. Ich nehme es mal mit. Written in Pencil ist das sogar. Mit Bleistift geschrieben. Foto 2. Ein Foto liegt auf dem Schreibtisch. Wollen wir noch eins mitnehmen? Aber wir suchen ja einen Mann, ne? Wir suchen Der einen sucht einen Mann. Mann. Ja, wir tauschen die Fotos aus. Das macht ja mehr Sinn, den Mann mitzunehmen, weil wir suchen ja irgendeinen. Ah, ich glaube, ich tausche sie aus. So, ich glaube, mehr gibt es hier nicht mehr zu sagen zu dem, außer wir wollen nochmal die Stifte untersuchen. Guck mal, da steht eine Sache. Ist das Whisky? Wir können eine Flachmann sein, ne? Bin mir sicher. Ein Tisch für Klienten. Eine elegante Ebenholzschale. Ja, so eine. Schatulle. Und wenn ich Schatulle und wenn ich mich nicht irre, dann ist das Feuerzeug aus solidem, festem, richtigen Gold gemacht, wenn es ein Feuerzeug daraus besteht. Ich verstehe das einfach nicht. Wieso machen die Leute sowas? Weißt du, das ist wie dasselbe, wie wenn Leute sich ein Portemonnaie für 500 Euro kaufen, der mit Diamanten versetzt ist oder so. Das ist ein fucking Portemonnaie. Du trägst dein Geld darin und vielleicht zwei Ja, Visitenkarten. stimmt, ja. Ja. Selbst ich sehe, wenn jemand so viel Geld hat, dass er es zum Verbrennen da hat. Na, du weißt ja was. Aber ich finde es Du immer. weißt, was ich meine. Weißt du, was mir auch aufgefallen ist, diese Art von, dass die Charakter das in Spielen kommentieren, was sie sehen, das ist völlig aus dem Spiel verschwunden. Sowas gibt es heute kaum noch. Also so gut wie gar nicht. Und dadurch habe ich so, ich vermisse dann die Charakterentwicklung durch diese Dinge oder die Persönlichkeit kennenlernen des Charakters, ne? Durch Phoenix wissen wir, dass er echt kein Geld hat, indem er das zum Beispiel gerade gesagt hat. Selbst ich merke, dass das Geld bedeutet, ne? So in diesem Sinne. Ich vermisse das ein bisschen im Ja. Spiel. Ich finde, das beste Game, was es jemals gemacht hat, war Silent Hill 3, wo Heather wirklich zu jedem irgendwas zu sagen hatte, aber auf ihre eigene Weise. Irgendwie so süß und schüchtern, manchmal auch verwirrt und wütend. Ich fand das mega gut, meistens auch bei Resident Evil, bei den alten Teilen, wo man irgendwas wenigstens als Text bekommen hat. Das siehst du gar nicht mehr. Naja, das soll ja nicht das Thema sein.
So, wollen wir hier einen Cut machen und beim nächsten Mal weitermachen, oder? Jawohl, ja, würde ich sagen. Ja, dann machen wir einen Cut und also zum Abschluss einen kleinen Jingle. Jingle Bells, Jingle Bells. Jingle, 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 Jingle. Jingle, 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 jingle